Ein Canadian Blended Whisky, der wie Bourbon schmeckt. So ähnlich heißt es jedenfalls auf dem Rückseitenetikett vom Crown Royal Black. Dort ist von tiefen Bourbon-Noten die Rede und auch die Crown Royal Website schreibt dem Black tiefe Bourbon-Noten ganz explizit und deutlich zu. Das ist durchaus bemerkenswert, gerade wenn man bedenkt, dass, seien wir mal ehrlich, kanadischer Whisky nicht so den allerbesten Ruf genießt. Süßlich, seicht, flach, wenig Fülle, wenig Komplexität, allenfalls eine gewisse Roggenwürze mit dabei. Das sind so Assoziationen, die man häufig hat bei den Canadian Blends, die es hierzulande so gibt. Das, was ihr hier gerade seht, ist ein Nachtrag. Die Verkostung fand schon vor ein paar Tagen statt und zu der Zeit wusste ich tatsächlich noch nichts von diesen tiefen Bourbon-Noten, die der Black haben soll. Ich hatte mir das Rückseitenetikett zwar angeschaut, aber den Text noch nicht durchgelesen. Und ja, von daher ist mir das entgangen. Im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, denn ohne zu wissen, was ich da nun schmecken soll, bin ich an die Sache rangegangen und wir können jetzt gleich gemeinsam schauen, ob an diesen tiefen Bourbon-Noten was dran ist oder eher nicht. Hallo zusammen, willkommen bei The Bourbon Diaries. Heute ohne Bourbon, wie gesagt mit kanadischem Whisky. Der normale Crown Royal, Fine Deluxe, wie er sich nennt, ist einer der meistverkauften und bekanntesten kanadischen Whiskys überhaupt. Seit 1939 auf den Markt, anlässlich des ersten Staatsbesuches des britischen Königspaares damals, wurde der rausgebracht. So ist auch der Name erklärbar. Deutlich später kam dann der Black. Der ist nämlich erst 2010 auf den Markt gekommen. Man sieht sofort einen optischen Unterschied, also Verwechslungsgefahr besteht hier nicht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Was die Rahmendaten angeht, sind sie auch unterschiedlich. Der normale hat 40% Alkohol, der hier hat 45% Alkohol. Außerdem sagt man, dass der Black in besonders stark ausgebrannten Fässern gelagert wurde. Beides sind Canadian Blended Whiskies, wie es in Kanada nicht unüblich ist. Und kommen wir noch mal kurz zur Farbe. Bei diesem hier ist auf der Flasche vermerkt, dass Farbstoff drin ist. Bei diesem hier steht es meines Wissens nach nicht auf der Flasche. Zumindest nicht auf der, die ich sehen konnte. Dazu ganz kurz der Hintergrund. Ihr seht, hier ist nur ein Sample. Einer unserer Zuschauer hat uns das nämlich freundlicherweise zukommen lassen. An der Stelle vielen Dank an dich auch. Und auf den Bildern, die er mir geschickt hat, ist auf der Flasche kein Vermerk zu sehen mit Farbstoff. In Deutschland ist es eigentlich gesetzlich vorgeschrieben, dass wenn Farbstoff drin ist, es auch draufstehen muss. Vielleicht ist es eine Flasche, die nicht für Deutschland bestimmt war. Ich gehe aber bei dieser doch deutlich dunkleren Farbe eher davon aus, dass Farbstoff drin ist, was ja auch für kanadischen Whisky nicht so unüblich ist. Will hier aber nichts behaupten, ich weiß es nicht genau. Ja, kommen wir ans Tasting. Es geht vor allem um den Black heute, den hier hatten wir ja schon mal im Video, den normalen. Der steht hier nur so zum Vergleich, also gegebenenfalls werde ich da mal reinriechen und so, um nochmal markante Unterschiede zu nennen. Und ich habe auch schon vorher drin verrochen, weil, ihr kennt das vielleicht auch, unter freiem Himmel ist das manchmal ein bisschen schwierig mit dem Riechen. Na, ich hole mal gleich den zu Hilfe. Ja, es ist bei beiden jetzt weniger, als ich drinnen hatte. Aber wenn ich das, was ich drinnen errochen habe, jetzt hier mit einbringe, dann hat der hier, wie sich auch schon beim letzten Tasting zeigte, Vanillennoten, etwas Honig, eine gewisse Süße. Und hier ist das ähnlich, also die Grundnoten sind da auch drin. Bisschen mehr Würze ist drin, aber auch ein bisschen mehr Alkohol. Nicht unangenehm, aber die 5% mehr sind riechbar. Und noch ein bisschen einfach mehr Fülle von etwas, was sich jetzt gar nicht so richtig erschließt. Das war drinnen auch so. Ich habe das als eine gewisse Kirschigkeit gedeutet. Ah, es hat auch so Anklänge von was Eichigem, was so in
vielleicht so eine dunkle Schokolade übergeht. Also je mehr ich jetzt hier, sogar hier draußen rieche, desto mehr geht das in so eine Richtung. Ja, weiter geht's. Cheers. Legt sich ganz schön würzig so auf die Zunge. Bleibt auch eine Weile. Also Abgang ist jetzt nicht super kurz. Ich würde ihn sogar eher als eher lang bezeichnen. Also nochmal. Fällt schwer zu entscheiden, ob da jetzt so viel drin ist oder nicht. Also es ist so, man hat da einen gewissen Grundkörper, aber so viel kommt da nicht. Also deckt sich mit dem Geruch, also dass man so, ja, aber was genau ist es? Ich werde noch mal den kurz probieren. Soll man ja nicht von 45 auf 40 runter, aber bei dem weiß ich ja eigentlich eh, wie er ist, deswegen. Ja, okay, wenn der wirklich nur diese leichten Vanillenoten, ein bisschen Honig, ganz bisschen Anklänge von Roggen hat, aber alles auf eine super easy sipping leichten Ebene, legt er deutlich mehr drauf. Also so wie die gleiche Grundbühne der Geschmäcker und hier aber eben diese erwähnten würzigen Noten. Bisschen Karamell, diese Kirsche, rote, dunkle Frucht ist auch da. Ja, so eine Roggenwürze, die so schwer trennbar ist von anderen Sachen, also Roggen, Tabak, dunkle Schokolade, so vielleicht ein bisschen Ingwer, so wie wenn man eine kleine Menge Ingwer im Mund hat. So ein ganz leichtes Brennen gegen Ende, nicht unangenehm, nur eine Empfindung, bisschen so. Und noch Gewürze. Das, was man so gerne mal hat. Nelken, bisschen Zimt vielleicht. Aber ja, wie schon in der Nase, es springt einen alles nicht so sehr an. Auffällig ist die deutlich höhere Kraft als beim normalen. Und auch damit einhergehend eine höhere Komplexität. Ja. Und ja, diese Ingwer-Hitze, nenne ich das jetzt mal. Ingwer-Schärfe oder Hitze so, die im Mund bleibt. Und ein bisschen roggig anmutet. Ja, also stärker ausgebrannte Fässer und mehr Alkohol, man schmeckt es. Ich angenehme, nette Noten, die erinnern irgendwie an einen milden, nicht so hochkomplexen Bourbon. Kommen wir zum Preis. Also der normale ist ja wirklich sehr erschwinglich. Für deutlich unter 20 Euro ist die 0,7 Liter Flasche zu haben, also so 16, 17 Euro teilweise. Der Black, den sieht man meistens im Liter. Für, also das günstigste, was ich so gesehen habe, ist so 42 Euro, 43 Euro. Und das geht hoch bis 55 Euro in manchen Shops für einen Liter.
Nehmen wir jetzt mal 42 Euro an, das wäre auf 0,7 runtergerechnet, wären das so circa 30 Euro. Und das ist fast das Doppelte wie der andere. Und wenn man halt einen noch höheren Preis jetzt als Ausgangslage nimmt für den Black, dann ist es auch mehr als das Doppelte. Lohnt es sich? Ich sinniere gleich nochmal beim Schlückchen. Wenn man einen kanadischen Whisky kaufen will, geht das in Ordnung. Wenn man sagt, ich will jetzt mal einen kanadischen Whisky, der mir vielleicht ein bisschen besser gefällt als Canadian Club oder auch Crown Royal normal, dann geht das schon klar. Vorausgesetzt, man kriegt ihn jetzt für, sagen wir mal so, 43 Euro im Liter. Viel mehr, also 30 Euro auf 0,7. Viel mehr hätte ich Bauchschmerzen mit. Also gibt für gleiches Geld und weniger Geld deutlich interessantere Bourbons. So darf man vielleicht gar nicht erst kommen, ne? Wir haben hier was anderes gerade. Aber ja, also das geht noch, das geht noch. Er hat was und ja, selbsterklärend, er hat was. Aber wenn man den jetzt nicht kennenlernt, ist das auch nicht so dramatisch, würde ich sagen. Beim normalen, wie gesagt, da hatten wir das Video schon vor einer ganzen Weile. Schaut da rein, wenn euch da ein intensives Tasting interessiert. Beim normalen ist es halt der geringe Preis. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man echt für, sagen wir mal so 16 Euro, 17 Euro kriegt, für so ein super easy stepping Zeug, wo man sich gerade nicht viele Gedanken drüber machen muss, ist das okay. Ist eine andere Kategorie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hinreißen lasse zu sagen, der normale hat eine bessere Preis-Leistung insofern. Ja, doch, wirklich. Aber wie eben gesagt, der hier bietet halt doch ein ganzes Stück mehr. Würde ich mir das jetzt kaufen für das Geld? Nicht so ohne weiteres, ich sag mal ganz offen, nicht so ohne weiteres. Aber wenn ich es da hätte, wäre das schön. Wäre das eine ganz nette Sache. Optisch machen die Flaschen ja auch durchaus was her. Und ihr seht es jetzt hier gerade nicht bei mir, aber die kommen alle, also sowohl der hier als auch der Black und alle oder fast alle Crown Royals kommen in so einem Stoffbeutel und einer Pappbox drumherum. Also sieht nicht schlecht aus und ist sicherlich geschenketauglich. Gerade wenn man jemandem eine Freude machen will, der vielleicht nicht so oft Whisky trinkt, nicht so viel Erfahrung hat, aber auch mal was kennenlernen möchte. Sicherlich geeignet. Aber so einen gestandenen Whisky-Fan oder gerade, sagen wir mal, Bourbon-Fan wird man vielleicht mit beiden nicht direkt überzeugen können. Mit kanadischem Whisky ist das ja so eine Sache. Hat ja nicht den allerbesten Ruf so in der Welt. Und es gibt ja den Spruch, dass wirklich guter kanadischer Whisky in Kanada bleibt, also gar nicht exportiert wird. Wie ist da eure Erfahrung? Kennt ihr vielleicht auch ein paar mehr kanadische Whiskys? Lasst da gerne mal einen Kommentar da. Unsere Erfahrung ist nicht super ausgeprägt, aber den einen oder anderen hatten wir auch schon. Waren jetzt selten vom Hocker gehauen, sage ich einfach mal ganz ehrlich. Aber sind auch willens, da immer weiter zu probieren. Und hin und wieder wird es auch hier mal Videos zu kanadischem Whisky geben. Allein schon Crown Royal selbst hat ja ein sehr breites Spektrum und hat im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte viele Varianten auf den Markt gebracht. Und auch von Crown Royal wird hin und wieder hier einiges auf unserem Tisch landen oder so wie hier auf unserem Holzklotz. Ich werde die jetzt noch gerne austrinken. Auf jeden Fall. Und freue mich, dass ihr hier in diesem heute etwas anderen Setting mit mir die Zeit verbracht habt. Und sage bis zum nächsten Mal bei The Bourbon Diaries.